Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin so ein bisschen traurig. Und zwar geht es um die neue Grafikkartengeneration von Nvidia. Nvidia hat ja wirklich einen rausgehauen und mit der neuen Generation und hat so sämtliche Karten aktuell alt aussehen lassen. Unter anderem auch die 2080 Super und der 2080 Ti. Ihr habt gesehen, ich habe mir vor kurzem erst eine 2080 Super gekauft. Die Karte, die kostet im Schnitt, ich glaube, ich habe irgendwas mit 760 Euro bezahlt für die Karte. Ich finde, das ist viel Geld. Jetzt ist die Karte eventuell nur noch 400 Euro wert und 400 Euro ist doch recht hoch gerechnet, da Nvidia mit der aktuellen Generation quasi alles zerschmettert hat. Wie bereits erwähnt, soll die 3070 die Leistung einer 2080 Ti bereitstellen. Eventuell sogar noch etwas mehr, was ich auch glaube. Also ich gehe mal davon aus, dass da wirklich 10 FPS mehr drin sein werden. Das werden sich dann auch die Benchmark zeigen. Ja, was soll ich sagen? Es ist viel zu schade, die Grafikkarte zu verkaufen. Und ihr habt ja im vorigen Video gesehen, dass mein Sohn sich gerade, also beziehungsweise ich ihm gerade einen PC gebaut habe. Der hat am 9. Geburtstag, er kriegt einen PC. Er hat eine 2060 da eingebaut. Ich denke, die geht weg. Dafür kriegt man wahrscheinlich noch etwas. Und er kriegt von mir dann halt die 2080 Super geschenkt. Ist etwas viel für einen 7-Jährigen, aber was soll ich dazu jetzt sagen? Ist es besser, die zu verkaufen für einen Schleuderpreis? Es tut mir wirklich weh. Und ja, mein Sohn wird sich trotzdem freuen, ja. Immerhin hat er dann eine 2080 Super. Ich selber werde mir die 3080 kaufen. Die 3090 wäre dann doch etwas zu teuer, weil ich nehme immer so das mittlere Modell oder das etwas mittlere, bessere Modell im Bereich 800 Euro. Das ist so mein Maximum, was ich so an Grafikkarten ausgebe. Und ich denke mal, dass ich mit einer 3080 wirklich gut bedient bin. Leistungstechnisch soll die ja mega sein. Die hat auch den neuen DDR6X Speicher, der ein stärkeres oder ein schnelleres, also beziehungsweise eine Übertragung von bis zu 1 Terabyte. Und dementsprechend baut er den Speicher auch ziemlich schnell wieder ab. Dementsprechend müssten auch 10 GB erstmal reichen für die nächsten 2 Jahre. Und ja, wenn ich jetzt 1500 Euro ausgebe für eine Grafikkarte, dann in 2 Jahren sieht es dann wieder so aus und dafür kriegt man dann nur noch einen Bruchteil an Geld zurück. Deswegen tendiere ich dann doch lieber zur 3080. Ich denke, für 6,99 kann man da nichts falsch machen. Ja, wie gesagt, die Karte werde ich mir sofort bestellen. Ich bin schon jetzt auf der Suche, dass man die schon irgendwo vorbestellen kann. Sobald sie da ist, werde ich auch sofort ein Video drehen. Ich werde einen Benchmark machen. Auch den neuen Flight Simulator 2020 werde ich dann damit zeigen, wie die Benches aussehen. Eventuell sogar im Vergleich mit der hier. Wir haben die ja hier im Haus, ne? Die ist, beziehungsweise für meinen, die ist gerade dann bei meinem Sohn drin. Oder wir machen einen Bench. Einmal er macht einen Bench mit seinem PC, ich mache einen Bench mit meinem PC. Obwohl meine CPU auch etwas schneller ist. Ich habe den 10700K, mein Sohn hat den 10400F. Ist dann doch schon ein kleiner Unterschied. Aber dennoch ist der 10400F auch eine gute CPU. Ja. Ich bin selber sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, wir werden es vergleichen. Eine 2080 Super mal gegen eine 3080. Eventuell werde ich noch eine 3070 dazu kaufen. Bin mir noch nicht sicher, um das Ganze mal so zu vergleichen. In meinem Video seht ihr alles gekaufte Ware. Es ist hier nichts gesponsert worden. Dafür ist der Kanal noch viel zu klein. Oder beziehungsweise zum Testen ist das hier noch alles ein bisschen zu klein. Ich zahle das aktuell alles aus meiner Kasse. Es belastet auch ein bisschen, muss man dazu sagen. Es kostet all viel Geld. Ja. Aber die 3080, das wird meine Karte, da freue ich mich drauf. Da gibt es dann ein paar Benches, die ich dann hochladen werde, vergleiche und auch vor allem, wie man die ich werde sie auspacken und dann mal von nahen beobachten, wie die verarbeitet ist. Und ja, gut, das war mal so ein kleines Statement zu der aktuellen Nvidia-Generation. Ich freue mich tierisch. Die Werte, die lassen sich natürlich sehen. Die 3080 soll 30 Teraflops haben. Shader. Die 3080 ist halt mega mit ihren Daten. Ne, 30 Teraflops. Damit sind die Konsolen auch geschlagen. Viele sagen auch, man soll die Benches abwarten. Die sind sich alle nicht einig. Oder die glauben halt nicht, dass die 2080 dann doch etwas hinterherhinkt mit der neuen Generation. Ich glaube, Nvidia hat da was
hat da was richtig Geiles gemacht und meiner Meinung nach ist die 2080 Ti oder beziehungsweise die ganze Serie, die ganze 2000er Serie ist für mich irgendwie so eine Art Beta, ja, als wenn die so ein Zwischending rausgebracht haben, hier, wir haben eine Grafikkarte mit RTX und unsere Grafikkarten können RTX, haben eine gute Leistung, ne? Wie gesagt, der Sprung von der 1080 Ti jetzt auf eine 2080 oder auf eine 2080, der war nicht so groß, der war nur minimal, dafür konnten die Grafikkarten RTX. Und jetzt die nächste Generation, die 3000er Serie, die wird dann nochmal deutlich zuschlagen. Und ich denke, die waren da auch richtig in Entwicklung in den letzten 2 Jahren. Und deswegen sind die jetzt mega schnell. Ja, an allen 2080 Ti-User, die tun mir wirklich leid. Von jetzt auf gleich mal eben 50% oder teilweise sogar 60% an Wert verloren. Ich bin eigentlich quasi noch relativ gut davon gekommen, zum Glück. Und ich stand wirklich kurz davor, mir eine 2080 Ti zu kaufen. Ne? Das habe ich, glaube ich, sogar im letzten Video gesagt. Zum Glück habe ich es nicht getan. Ich würde mich jetzt wirklich zu Tode ärgern. Hiermit ärgere ich mich schon genug, aber nicht wirklich. Wie gesagt, nur dunkel ich die. Und ja. Wie ihr auch gesehen habt, die bei eBay mittlerweile gibt es die, also hier in Mülheim, ich komme ja aus Mülheim, da sind schon 2 Stück weggegangen für 450 Euro, eine sogar für 400. Und da bricht mir das Herz. Ja, die haben da so viel Geld ausgegeben. Eine war sogar erst gerade 4 Monate alt. Das heißt quasi, man hat volle Garantie. Und der hat womöglich 1000 Euro dafür ausgegeben oder mehr. Und jetzt ist er weg für 450 Euro, ja. Also, boah, also, ja, Nvidia hat mal eben alles weggefegt. Ja, wie sieht so Konkurrenz aus? Ich weiß jetzt nicht, was bei AMD passiert. Ich hoffe, dass die da so ein bisschen jetzt den Sprung bekommen, da mitzuhalten. Bin etwas skeptisch, ganz ehrlich. Irgendwie in den letzter Zeit hinkt da so AMD etwas hinterher. Ich habe mir ja die Radeon 7 gekauft und ich habe sofort nach 2-3 Monaten gemerkt, so, die muss wieder weg. Das war alles noch so Beta. Die ganzen Treiber haben nicht gut funktioniert. Das habe ich gedacht, oh nee. Und dann sind die Preise wirklich runtergegangen schon und die kamen nicht ansatzweise an der 2080 ran. Und habe gedacht, nee, verkaufen wir die mal schnell, bevor es dann ganz in den Keller geht. Und dann einen Monat später kam schon die 5700 XT raus, die quasi genauso schnell ist wie die Radeon 7. Teilweise gab es sogar Benches, wo die teilweise sogar 2-3% vorne lag, was ich sogar richtig traurig finde. Und da hat AMD für mich schon, ich würde jetzt mal sagen, ja, bin nicht mehr begeistert, ja. Und deswegen bin ich jetzt bei Nvidia geblieben. Und dass AMD dann mal was rausbringt, bin mal gespannt. Gut, das ist mal so ein kleines Statement von mir. Wenn ich falsch liege oder irgendwas hier falsch gesagt, könnt ihr es mir gerne schreiben in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Oder wie ihr das Ganze sieht mit der Nvidia-Preispolitik. Und ich bin da noch ein bisschen gelassen. Ich finde das jetzt nicht ganz so extrem. Leute, die gesagt, die haben halt Pech, die eine 2080 gekauft haben. Ich bin einer davon. Wie gesagt, nicht so ganz viel Pech habe ich gehabt. Mein Sohn freut sich mit der 2080 und ja. So, dann gehen wir mal ein bisschen eBay-Kleinanzeigen durch. Es ist extrem, also hier haben wir auch einen, ich suche eine RTX 2080 Ti Super 250 VB. Also wie ihr sehen könnt, die Leute werden schon richtig frech. Also ich finde es schon teilweise lustig. Suchen wir mal weiter. So, hier haben wir eine für 900, 750, 250. Suche, 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 also die ersten Geier sind schon unterwegs. Suche. Hier haben wir eine MSI RTX 280 Ti, eine Trio. Kostet so um die 1200 Euro, denke ich mal. Und hier gibt jemand die ab für 550 Euro. Ja, hier schon Beschreibung. Puh, genug geantwortet. Jetzt wird der PC ausgemacht. Morgen in aller Frische geht's weiter. Verkaufe ich hiermit meine einwandfrei funktionierende RTX 280 Ti. Ja, traurig, traurig, traurig. Vor einer Woche noch 1000 Euro im Schnitt. Wenn man Glück hat, hat man eine für 800 bekommen. Das gab es auch, aber jetzt hier unter
500 Euro. Wir gucken mal schnell, ob wir eine finden. Die für unter 500 Euro, die gehen teilweise echt noch schnell weg. Aber hier sind, wie gesagt, die ganzen Geier sind schon unterwegs. Suche eine für 300 VB, 400 VB. Die sind da. Und nächste Seite. Wie gesagt, der Markt ist voll. Ich habe jetzt mal Umkreis 200 Meter gemacht von Mülheim, von meinem Wohnort. Und ja. Hier auch ganz frech. Keiner wird 700 Euro dafür zahlen. Ich nehme eure GPU für 250 Euro ab. Also das ist frech. Und am Ende dann, wenn die dann die 3070 dann doch nicht staugt oder die 2080, die dann doch etwas schneller ist oder allgemein schneller ist, dann haben die Leute ein Problem. Ja, alle vergriffen. Hier haben wir noch eine für 480, eine Inno. Die ist noch im PC drin. Sie funktioniert wie am ersten Tag. Kann gerne getestet werden. Und er wird sich dann eine 3080 kaufen. Ja, wir können uns hier noch totsuchen. Wir haben hier noch ganz viele weitere Seiten. Der Markt ist aktuell voll. Alle wollen die 2080 Ti und die 2080 Super oder die normale 2080 verscherbeln. Und wer jetzt eine Grafikkarte sucht, er kann jetzt ein Schnäppchen machen, ne? Ja. Gut. Dann geht's weiter. Gut, wie gesagt, wie seht ihr das? Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt und mit mir so ein bisschen diskutiert in den Kommentaren. Und da bin ich wirklich gespannt, was ihr da so schreibt. Ich nehme gerne Kritik an, ob ich jetzt hier irgendwie Mist erzählt habe. Aber wie gesagt, ich bin bei den 3000er Modelle bin ich auf Spur. Und da werde ich euch auch einiges zeigen in nächster Zeit. Ja, und das war mal, wie gesagt, ein Statement. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen.